Ja, liebe Zuschauer, wir mussten hier noch das Video machen, meine Süße und ich. Wir waren noch unterwegs von unserer Reportage, waren noch was essen, fahren hier vorbei. Das ist der Invalidenpark hier. Und da ist ja dieses Klimacamp, das sind irgendwelche, ich weiß nicht unter welcher Flagge die segeln genau, es geht um Mobilitätswende und so weiter. Und hier ist das Wirtschaftsministerium vom Habeck, nur zur Orientierung. Und auf der anderen Seite ist das Verkehrsministerium, aber das ist unwichtig. Erstmal, es wohnen hier auch Menschen, ja, und die müssen sich hier anhören. Und zwar, ich weiß nicht, seit wann das geht. Wir sind ja jetzt hier gerade nur schnell, haben wir schnell angehalten und aus dem Auto, weil das ist echt dystopisch. Ja. Hier läuft irgendeine Klimapropaganda in entsprechender Lautstärke, werden irgendwelche Leute vollgeballert damit. Ja. Und es ist wirklich wie in so einem Orwell-Film oder was, wo dauernd irgendwelche Parolen durch die Stadt geschallt wird, ja, damit. Und was weiß ich, Krieg ist Frieden und so weiter. Hier sind übrigens die Toiletten dieser Herrschaften. Danke, meine Süße. Vorsicht. Ja. Also hier sieht man nochmal, wir wollen jetzt auch nicht zu nah rangehen. Da. Ich finde es nur wahnsinnig also wirklich, das ist echt, das ist wirklich irgendwie, das sind jetzt aber auch nicht viele. Ja? Also man sieht das vielleicht hier im Hintergrund, sind vielleicht 20 Leute, die da sitzen. Meine Süße sagt sogar, die Toiletten hier, das ist mitten in der Stadt, stinken, ja, wir müssen ein bisschen weggehen. Ja, bleiben wir mal hier. Das sieht man hier im Hintergrund, es sind vielleicht 20 Menschen, die da sitzen. Aber nur in einer Lautstärke und ist für 20 Leute wird da ein Screen aufgebaut. Ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Ja. Und du denkst dir halt wirklich, hey, in was für eine Dystopie wache ich hier gerade auf. Ja. Weil wirklich diese Dauerbeschallung auch. Also wir fahren jetzt wieder, aber wenn du hier noch ein Büro hast oder hier wohnst, dann kannst du dir das anhören. Wollten wir euch nur kurz mal zeigen, was in Berlin Mitte, um nur noch als Uhrzeit, ja, es ist 22.15 Uhr, also auch jetzt nicht mehr so früh und ich weiß nicht, seit wann das schon läuft, ja, und wie lange das noch läuft, also ich finde es hammerhart und ich habe noch vorhin, bevor wir angefangen haben zu drehen, gehört, der typische Spruch, auf Englisch, die Sonne schickt keine Rechnung und der Wind schickt keine Rechnung. Und ich meine, wenn sie auf so ein dermaßen hammerhartes Argument zurückgreifen müssen, dann weißt du, da weiß man, da ist nichts mehr auf der Pfanne. Ja? Weil die Kohle und Öl, die schicken ja auch keine Rechnung, wären ja auch neu. In diesem Sinne wollten wir euch zeigen, danke fürs Zusehen, danke meine Süße. Abonnieren, teilen, liken, kommentieren gerne. Macht es gut, ihr Lieben. Servus.